Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie erstmal alle und zu unserer siebten Runde von unserem digitalen Kolloquium der Deutschen Energieagentur. Und wir sind in einer Phase, in der es um Konjunkturpakete geht. Also es war ja, zeichnete sich immer mehr ab. Manche sagen, es ist eine schreckliche Lobbyschlacht geworden. Andere weisen auch zu Recht auf die Nöte hin, eben jetzt zu überlegen, wie sieht nach dieser ersten Runde an Hilfsmaßnahmen eigentlich die zweite aus? Auch damals nach der Krise gab es ja zwei Konjunkturpakete, das erste auch eher stabilisierend, das zweite eben auch nach vorne gedacht. Die große Frage ist, kann man alles so machen wie damals oder muss man es ganz anders machen? Wo stehen wir eigentlich heute? Wo stehen wir damals? Und Sie werden aus einer bestimmten Perspektive heute etwas hören von den beiden Referenten, die wir erfreulicherweise hier zusammen haben. Ich überspitze mal ganz einfach. Einmal Arbeitgeberseite ein bisschen, einmal Arbeitnehmerseite. Zwei Perspektiven, die natürlich an so einer Stelle, gerade in einem Land wie Deutschland, auch zusammen gehört werden müssen. Und beide haben auch zusammen mit anderen im Herbst 2019 erst einen spannenden Bericht vorgelegt, einen Report für eine solide Finanzpolitik, Investitionen ermöglichen. Auch das waren schon 450, 457 Milliarden Euro. Und soweit ich es verstanden habe, ist das auch der Bezugspunkt der Diskussion, die wir heute hier führen werden. Und die ganzen Fragen, die man da im Kopf hat, die heben wir uns für gleich auf. Ich will Sie beide gerne vorstellen, unsere Inputgeber heute. Das ist einmal Herr Professor Dr. Dulin, 1975 geboren und er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, in der Hans-Böckler-Stiftung. Seit 2019, weiß jetzt gar nicht genau, in welchem Monat, ist noch nicht so lange her, aber ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind Sie da natürlich auch schon ganz ordentlich präsent in dieser jetzigen Debatte. Sie sind seit 2007 Professor für allgemeine Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaft an der HTW hier in Berlin und haben vorher auch lange Jahre als Senior Policy Fellow beim European Council gearbeitet. Sie waren, und das ist, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich, auch Redakteur bei der Financial Times in Deutschland für eine gewisse Zeit. Aber so sind die Karrieren eben heute und das ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Auf jeden Fall haben Sie, wie auch der zweite Kollege, den ich gleich vorstellen möchte, sehr viel Erfahrung auch drumherum in der Wirtschaft und an den verschiedenen Orten, über die Sie ja auch dann entsprechend arbeiten. Der zweite in dieser Runde ist Professor Dr. Michael Hüter, ein paar Jahre älter, 1962 in Düsseldorf geboren, Wirtschaftswissenschaftler natürlich auch und seit 2004 Direktor und Mitglied des Präsidiums und am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Das ist eine lange Zeit, da haben Sie schon eine Menge Krisen mitmachen können, Krisen erprobt sozusagen. Und das ist ja vielleicht in so einer Situation auch ganz gut. Man hat das Gefühl, die Bundesregierung ist auch krisenerprobt, dass die erste Welle so stark und so kräftig kam, ist sicherlich auch den Erfahrungen geschuldet, die man damals gemacht hat. Sie sind auch ständiger Gast im Präsidium der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der deutschen Industrie. Sie haben halt ihr Ohr eben da entsprechend an der Wirtschaft und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, wir haben uns damals noch mal kennengelernt, da waren Sie noch Generalsekretär des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist aber lange her. Jetzt sind Sie da, wo ich gerade gesagt habe. Und ich freue mich wirklich sehr auf den Input von Ihnen beiden, den Sie sich aufteilen. Herr Dulin fängt an und er wird auch die Folien gleich hochladen. Und ich freue mich auf die Debatte, denn die Debatte ist auf jeden Fall timely und sicherlich dann auch targeted. Herr Dulin, wollen Sie Ihre Folien hochladen? Ja, ich werde es mal versuchen, Ja. ob das funktioniert. Gut. Ja, können Sehr Sie das schön. sehen? Das Ja. klappt hervorragend. Also dann zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können. Ich war die letzten Male leider nicht live dabei, aber habe mir ein paar Sachen online angeguckt und fand die Diskussionen sehr spannend und auch die Vorträge alle sehr spannend. Michael Hüter und ich werden heute über die Rolle von öffentlichen Investitionen für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise sprechen. Und
Mir ist es ein bisschen unangenehm, dieses Thema anzusprechen, weil es auf den ersten Blick so aussieht wie das, was ich eigentlich nicht so gut finde, dass nämlich Leute jetzt mit den Dingen, die sie sowieso schon immer gut fanden, kommen und sagen, warum in der Corona-Krise man das unbedingt machen müsse. Ich glaube, dass das bei den Investitionen tatsächlich der Fall ist und dass das auch inhaltlich gegeben ist. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, die ich wirtschaftspolitisch gut finde und auch gerne hätte, die ich jetzt aber nicht vorschlage, weil das eigentlich mit der Corona-Krise wenig zu tun hat. Aber diese öffentlichen Investitionen sind, glaube ich, schon zentral für oder sollten zentral sein für ein Konjunkturpaket, über das ja jetzt gerade auch geredet wird und woran alles allem Vernehmen nach die Bundesregierung auch im Detail arbeitet. Ich werde einmal kurz ein paar Sätze dazu sagen, warum wir glauben, dass man ein Konjunkturpaket braucht, aus der konjunkturellen Entwicklung, und werde mich da ein bisschen abheben von dem, was Gabriel Felbermayr vor einiger Zeit bei Ihnen in dem Kolloquium erzählt hat. Dann gebe ich an Michael Hüter, der darüber reden wird, warum so ein Konjunkturpaket eine starke Investitionskomponente hat. Ich werde ein paar Worte sagen zu dem IMK-IW-Investitionspaket aus dem vergangenen Herbst, weil wir glauben, dass das immer noch eine sehr gute Grundlage ist dafür, was man jetzt anstoßen kann. Und Michael Hüter wird am Ende was zur Finanzierung sagen. Fangen wir mal an. Warum brauchen wir ein Konjunkturpaket? Und ich habe Ihnen hier die IMK-Prognose rechts mitgebracht. Jetzt muss man dazu sagen, die ist jetzt mehr als einen Monat alt und die Dinge bewegen sich sehr, sehr schnell. Das heißt, dass die Zahlen, die Sie da sehen, also die -4%, die wir für 2020 drinnen haben, das ist wahrscheinlich veraltet. Wird wahrscheinlich ein ganzes Stück tiefer gehen. Deutschland und auch die Weltwirtschaft erlebt im Moment den tiefsten Einbruch des Bruttoinlandsprodukts seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da sind wir mit den -4% für dieses Jahr nicht, das wird einfach nicht reichen. Die Prognosen, die wir jetzt gesehen haben von der Bundesregierung, aber auch vom Internationalen Währungsfonds, gehen deshalb auch ein Stück weiter runter. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist, ist hier die rote Linie, die Sie am Ende sehen. Und wir haben vorher jetzt hier schon in den 10 Minuten, die wir vorab das technisch getestet haben, kurz diskutiert, ob wir ein U oder ein V oder was immer wir hier sehen. Das, was Sie da sehen, sieht jetzt zwar, weil man kann auch sagen, es ist ein V, weil es da schnell ab irgendeinem Punkt wieder aufwärts geht. Aber was hier wichtig ist, ist, dass selbst mit dieser V-förmigen Entwicklung wir am Ende 2021 noch nicht wieder auf dem Niveau sind vom Ende 2019. Das heißt, die Wirtschaftserholung wird nicht so schnell vonstatten gehen, wie das einige unserer Kolleginnen und Kollegen sehen und prognostizieren. Und ich glaube, es gibt da eine Reihe von Argumenten, warum das so ist. Das eine ist, dass in dieser Krise die Unternehmen massiv Eigenkapital und Liquidität verloren haben werden. Und wir wissen, dass Eigenkapital und Liquidität wichtige Determinanten sind für die Investitionstätigkeit. Das heißt, wir werden in den kommenden Monaten und ins nächste Jahr hinein wesentlich schwächere Investitionstätigkeit sehen. Das gilt übrigens nicht nur für Deutschland, sondern das gilt auch weltweit. Und das ist natürlich für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig, weil wir mit dem Exportsektor Maschinenbau sehr stark von der globalen Kapitalgüterkonjunktur abhängen. Das zweite ist, dass Haushaltseinkommen einfach verloren gegangen sind. Wenn man sich jetzt anguckt, für wie viele Menschen Kurzarbeit angemeldet worden ist, und selbst wenn sich das nicht bei allen realisiert, wissen wir, dass es ganz viele Haushalte gibt, gerade im niedrigen Einkommensbereich, die jetzt durch Kurzarbeit und Verlust der Arbeitsplätze massive Haushaltseinkommensverluste sehen. Und die werden sich mit der Anschaffung langlebiger Konsumgüter zurückhalten. Und außerdem ist auch ein schnelles Nachholen der Produktion nicht unbedingt gegeben. Ich sage da gleich noch was dazu, denn ganz so einfach werden wahrscheinlich die Lieferketten nicht wieder repariert, die jetzt gestört sind. Und darum gehen wir eben von dieser eher langsamen Erholung aus. Um das nochmal zu illustrieren, habe ich nochmal zwei Szenarien mitgebracht vom IW. Also das war eben die IMK-Prognose. Das IW hat zurzeit noch keine aktuelle Prognose. Aber einfach nur mal zu zeigen, zu illustrieren. Links ist ein Verlauf aufgezeichnet, wo das -5% bedeutet und rechts ist ein Verlauf, wo das -10% bedeutet. Und wenn man sich anguckt, wo drin sich diese beiden Verläufe eigentlich unterscheiden, ist, dass rechts die Erholung einfach noch ein bisschen verzögert ist. Das heißt, im Grunde sich das noch in den Mai und Juni hinein fortsetzt. Das bedeutet halt, dass die Abwärtsrisiken auch nochmal enorm sind, was das hier angeht. Wichtig ist auch, sich klarzumachen,
inwieweit die Produktion durch die gestörten Lieferketten unterbrochen sind. Also zum einen haben wir ja jetzt Grenzkontrollen in vielen der Schengen-Staaten. Das bedeutet, dass da Wartezeiten sind. Just-in-Time-Produktion wird damit behindert. Außerdem sind in Italien und Spanien die nicht essentiellen Produktionsbetriebe auch geschlossen worden. Die werden jetzt nach und nach wieder eröffnet. Aber was wir zumindest von auch aus den Gewerkschaftskreisen gehört haben, aus der Automobilindustrie etwa, ist, dass dort die Produktion vor allem deshalb unterbrochen worden ist, weil die Teile von den europäischen Zulieferern nicht mehr gekommen sind. Und das hat zum Teil eben mit behördlich verordneten Schließungen zu tun. Das hat im italienischen Fall aber wohl auch damit zu tun, dass es da Fälle gab, wo die Menschen auch einfach nicht zur Arbeit gekommen sind, weil sie so viel Angst vor Corona hatten und weil dadurch die Produktion gestört war. Und das sind alles Dinge, das muss langsam wieder hochfahren. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Und das bedeutet, dass wir da eher einen etwas längeren Pfad haben werden. Und desto länger dann diese Schließungen bleiben, desto größer sind die Verluste an Eigenkapital und Liquidität auf der Unternehmensseite und desto stärker sind auch die Verluste an Haushaltseinkommen von denen, die in Kurzarbeit sind. So, was ist wirtschaftspolitisch zu tun? Und wir reden in unseren Publikationen immer von dem Dreiklang. Ganz kurzfristig muss Liquidität und Einkommen stabilisiert werden, müssen Insolvenzen vermieden werden. Und hier hat die Regierung seit Mitte März aus unserer Sicht schnell und gut reagiert. Seit dem 13. März sind eine Reihe von Programmen auf den Weg gebracht worden, von Soforthilfe für kleine Selbstständige über Kredite durch die KfW bis hin zu Steuerstundungen, Stundungen von Sozialabgaben und dann aber auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und eine ganze Reihe von Erleichterungen bei der Kurzarbeit. Und das sind Sachen, die glaube ich, auch ganz gut angenommen worden sind und so den ersten Schritt gut hinbekommen haben. Jetzt geht es aber darum, dass man auch die nächsten Schritte tut. Und wenn wirklich Beschäftigung kurz- und mittelfristig oder tatsächlich stabilisiert werden soll und die Unternehmen dazu angehalten werden sollen, dass sie die Beschäftigten halten und nicht entlassen, dann müssen jetzt die Erwartungen geschaffen werden, dass sich der Umsatz auch absehbar erholt. Das kann einerseits dadurch natürlich passieren, dass man einen verlässlichen Pfad für die Unternehmen vorgibt, dass man erklärt, wann bestimmte Dinge wieder geöffnet werden dürfen. Aber da ist natürlich durch diese internationalen Unwägbarkeiten ist es begrenzt, was man da machen kann. Hier ist wichtig, sich klarzumachen, dass zumindest nach unseren Berechnungen die unmittelbaren Schließungen in Deutschland von Einzelhandel und Gastronomie nur etwa ein Drittel des Einbruchs ausmachen, den wir für dieses Jahr erwarten. Zwei Drittel kommen durch einen globalen Nachfrageeinbruch nach deutschen Produkten, einschließlich dann durch deutsche Unternehmen, die nicht mehr investieren, und durch unterbrochene Lieferketten. Und das heißt, da muss man die Erwartungen schaffen, dass es bald wieder aufwärts geht. Und wenn man davon ausgeht, dass die Unternehmen eine halbwegs rationale Erwartung haben, dann funktioniert es nur, wenn ich tatsächlich auch so die Impulse setze, dass da eine Umsatzerholung stattfinden kann. Und da kommen wir eben dran an das Konjunkturpaket. Und an dieser Stelle würde ich dann an Michael Hüter weitergeben. Ja, vielen Dank soweit. Auch von meiner Seite Dank für die Einladung zu dieser Runde und ein fröhliches Hello, hätte ich beinahe gesagt, aus Köln, aber das verbietet sich in dieser Zeit. Also ein Gruß in diese Nachmittagsrunde. Warum eine Investitionskomponente im Konjunkturpaket? Nun, wenn wir nochmal von der Ausgangslage schauen, wie Sebastian auch beschrieben hat, wir haben es zu tun mit einem kombinierten Angebots- und Nachfrageschock. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Störungen in der Produktion, auf der Produktionsseite, ob das Lieferketten sind, ob das die Verfügbarkeit der Beschäftigten ist, weil Schule- und Kindertagesstätten geschlossen sind, weil im öffentlichen Raum Unsicherheit herrscht. Und wir haben gleichzeitig einen Nachfrageschock, weil dadurch, dass Geschäfte geschlossen wurden, dass man das arg reduziert hat, dass der öffentliche Raum im Grunde stillgelegt wurde, keine Nachfrage jenseits der Online-Portale und der digitalen Plattformen entwickelt werden konnte. So, und in dieser Kreuzung von Angebot und Nachfrageschock bewegen wir uns ja immer noch. Und die Frage, was ist dann die richtige Antwort? Es ist relativ klar, eben auch gesagt von Sebastian, wir müssen Perspektiven schaffen, auch für die Umsatzentwicklung. Die Herausforderung liegt nur darin, dass diese Umsatzentwicklung oder diese Nachfrageperspektive natürlich auch beantwortet werden können muss von Seiten der Produktion. Also wir müssen ein bisschen Vorlauf haben in der Reorganisation der Lieferketten.
Wir müssen auch sehen, dass in der Produktion die Beschäftigten wieder verfügbar sind, weil in einer bestimmten Art und Weise Schule und Kindertagesstätten wieder laufen. Wir haben vielleicht als einen kleinen Vorlauf und als Hilfe auch auf diesem Weg China, was ich aus bestimmten Branchen, Maschinenbau, aber auch Automobilzulieferer höre, haben wir dort zum Teil schon wieder Vollauslastung oder Dreiviertelauslastung, jedenfalls deutlich wieder das Krisentief oder den Stillstand der Krise hinter uns gelassen. Und von daher muss sozusagen die Flexibilität auf der Angebotsseite zum Tragen kommen und auf der anderen Seite auch die Umsatzperspektive dazukommen kann. Ich glaube, wir werden vielleicht am Rande auch darüber diskutieren, willst du hier sagen, was wirklich ein zielgenauer, zeitlich effektiv wirkender Nachfrageimpuls ist, ist halt auch nicht so einfach definiert. Es fällt einem eine Menge ein, aber die Frage, was wirklich dann in der Volkswirtschaft den Effekt hat, bleibt, ist dann noch relativ schwierig. Das Zweite ist, unabhängig von dieser Kreuzung von Angebots- und Nachfrageschock, haben wir natürlich strukturelle Herausforderungen, die nicht weg sind und die von der Volkswirtschaft zu beantworten sind, der auch politische Ziele ja sich ableiten. Das ist die Dekarbonisierung, das ist der Umgang mit dem demografischen Wandel. Es ist die Frage, wie wir die digitale Transformation gestalten. Und das wird sich möglicherweise auch nochmal verschärft zeigen, wie wir mit der globalen Desintegration umgehen, die wir ja vor Corona seit einigen Jahren erlebt haben. Der Verlust des Commitments zur multilateralen regelbasierten Ordnung. Auch das ist natürlich ein Beitrag für Unsicherheiten. Und wenn wir ein solches Maß an Unsicherheiten haben, muss man darüber Erwartungsstabilisierung schaffen. Das war die Idee, zu sagen, wir müssen eigentlich die Investitionen in den Mittelpunkt rücken. Sie haben einen Nachfrageeffekt, aber Sie haben natürlich vor allen Dingen auch Möglichkeiten in der Restrukturierung der Produktionsweise, in der Überprüfung des Kapitalstocks entsprechende Anreize zu setzen. Also Absatzerwartungen zu unterlegen, gleichzeitig aber auch Renditeerwartungen zu begründen. Und es ist so, dass in einer solchen Situation der Staat natürlich vergleichsweise gut hebeln kann mit seinen Investitionen. Wir werden eine Schwäche privater Investitionen erleben. Wir werden auch dadurch keine Crowding-out-Effekte haben, wenn der Staat jetzt hier eintritt. Wir werden nur verlangen müssen, dass der Staat, wenn er den investiv handelt, das auch zügig tun kann, um damit eine Perspektive zu öffnen. Das heißt, es muss sich sozusagen in die ganze Debatte des Investierens einbetten. Wir werden aber weniger das Argument früher auch der zu stark ausgelasteten Kapazitäten erleben. Das ist ja im Wesentlichen immer die Frage des öffentlichen Baus oder der Bauwirtschaft, die zwar noch insgesamt gut läuft, die Auslastung auch relativ stabil ist, aber nach vorne hin die Straße runtergeschaut, würde ich schon erwarten, dass wir bei dem Baubereich durch Gewerbebaueinschränkungen, auch durch Reaktionen der Kommunen, wenn da nichts passiert, eher eine schwächere Nachfrage, zumindest im Jahr 2021 sehen. Also das Kapazitätsproblem sollte weniger von Bedeutung sein. Also das ist sozusagen der Rahmen dieses Arguments, warum in dieser Zeit nicht, wie man denken könnte, Sebastian und Lisa erwähnt, wir kommen jetzt einfach mit dem, was wir am letzten November schon hatten, sondern wir sind der Meinung, dass vor dem Hintergrund dieser gesamtwirtschaftlichen Analyse aus Angebots- und Nachfrageschock ein Weg heraus über die Investitionen führt. Wenn du gerade die nächste Folie noch nimmst, das ist also sozusagen der inhaltliche Kern. Wir würden damit ja auch aus der Situation heraus die Chance haben, für die Strukturwandelherausforderung, die ich eben nannte, eine neue Fahrtabhängigkeiten zu definieren. Das heißt, das, was wir jetzt tun, was wir jetzt umfassend tun, was wir sehr konzentriert auch auf die verschiedenen Themen tun können, hat dann auch nachhaltige Wirkungen, weil es aus einem Neuanreiz auch für die private Sachanlagenbildung setzt. Das dazu natürlich diese besonders teuren, natürlich auch, ist ja klar, aber auch herausfordernde Klimaschutzinvestitionen eine besondere Bewandtnis haben, ist klar, denn die können wir dann bei gelegentlich solchen unnatürlichen Situationen etwas leichter auch in Gang setzen und vielleicht auch die unterschiedliche Risikoverteilung angemessen sehen. Denn das ist ja auch insgesamt ins Bild zu nehmen. Diese Krise ist abgefedert worden bisher durch eine Risikoübernahme des Staates oder der Staaten, übrigens auch der geldpolitischen Akteure natürlich. Und wir müssen einen Rahmen schaffen, dass auch Private wieder Risiken übernehmen können. Das ist auch die Idee dieser Investitionskomponente.
Das wäre so dieser zweite Teil. Sebastian Dulin wird jetzt nochmal auf das Paket eingehen, was als Referenz hier im Raum steht, was natürlich nicht im Detail, aber in der Summe und in der Art und Weise, wie es kalibriert ist, einen Eindruck gibt. Ja gut, das werde ich auch probieren, das kurz zu halten. Das ist die Tabelle, die tatsächlich jetzt aus dem vergangenen November ist. Wir hatten für die Studie, die wir da veröffentlicht haben, eine Reihe von anderen Studien uns angeguckt, auch die anderen Arbeiten des IWE und des IMK, und hatten eben probiert zu kalibrieren, welche Investitionsbedarfe für Deutschland in den nächsten 10 Jahren da sind, für die öffentliche Hand. Unter anderem sind wir auch auf die Arbeiten der DENA da eingegangen, wobei das nicht immer ganz trennscharf ist, was Sie jetzt hier sehen. Zum Beispiel da unten steht Dekarbonisierung, staatlicher Anteil 65 Milliarden. Wir haben einen Teil der Dinge, die sonst traditionelle Dekarbonisierung sind hier in anderen Posten mit drin. Also wenn man den ÖPNV ausbauen möchte und die Bahn ausbauen möchte, das sind ja alles Dinge, die zum Teil auch als Dekarbonisierungskosten gesehen werden. Und damals sind wir eben, indem wir das so zusammen addiert haben, auf eine Summe von 455 Milliarden Euro gekommen. Hier ist das Argument, man muss das verlässlich machen, man muss eben einen Pfad angeben für die nächsten Jahre, damit sich die Wirtschaft darauf einstellen kann und auch die Kapazitäten ausgebaut werden können, sowohl bei den Bauunternehmen als auch bei den Kommunen und den Planungsbehörden. Und dieses Paket ist unserer Meinung nach auch geeignet, jetzt wieder, wenn man es jetzt ins Schaufenster stellen würde, sagen würde, das ist unser Investitionspaket und wir probieren jetzt möglichst viel von diesen Dingen in den nächsten 1,5 Jahren schnell umzusetzen. Das würde eben helfen, hier die Erwartungen zu stabilisieren und eben auch in einer Reihe von Unternehmen tatsächlich auch die Nachfrage zu stabilisieren. Und das ist nicht nur der Bau, sondern das ist dann natürlich auch, wenn es um Ausbau des ÖPNV geht oder Ausbau der Bahn, sind natürlich auch die Hersteller von Schienenfahrzeugen oder E-Bussen und diesen Dingen. Bei Bildung hatten wir immer einen großen Fokus auf frühkindliche Bildung gesetzt und auch den Ausbau und Betrieb von Ganztagesschulen. Gerade bei der frühkindlichen Bildung wird sich aus meiner Sicht jetzt anbieten, wenn wir einen Jahrgang haben, wo es nicht genug Ausbildungsplätze gibt, was aus meiner Sicht absehbar sein dürfte bei dem Schulabgangsjahrgang 2020, dann könnte man hier ein Programm machen, wo man sagt, wir übernehmen bestimmte Kosten, wenn bisherige Träger meinetwegen ihre Ausbildungsplätze für frühkindliche Bildung erhöhen gegenüber dem Vorjahr. Und damit könnte man gleichzeitig Einkommen stabilisieren auf dem Arbeitsmarkt, Beschäftigung stabilisieren, aber eben auch einen Pfad schaffen für eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft. Wir haben damals schon vorgeschlagen, das Schulden zu finanzieren, Kredit zu finanzieren. Wir sind auch weiterhin der Meinung, dass das derzeit die beste Lösung ist. Da würde ich jetzt nochmal Michael zu das Wort übergeben, dass er erklärt, warum das nach wie vor die beste Finanzierungslösung ist. Ja, vielen Dank. Hier sind die drei zentralen Argumente. Wir haben ein Investitionsthema unverändert, sozusagen, wenn dieses Thema für mehrere Generationen Nutzen abwirft, Effizienz und Wachstumsräume eröffnet, dann sollten auch prinzipiell alle Beteiligten und Nutzenden in Generationen an der Finanzierung beteiligt werden. Wir haben unverändert zu erwarten, das ist unsere These, dass wir auch nach der Krise, also nach einer Korrektur der Produktion, die dann wieder mit Zuwachsraten versehen ist, eine Situation haben werden, wo das Zinsniveau sehr niedrig bleibt. Wir haben zwar weltweit einen Anstieg der staatlichen Kreditnachfrage, aber wir haben dadurch parallel dazu einen erheblichen Ausfall privater Kreditnachfrage und wir haben unverändert die strukturellen Argumente der demografischen Alterung und auch die Finanzierung in der digitalen Transformation. Es ist auch davon auszugehen, dass aus der Krise heraus, dass die Anlegerpräferenz für sichere Anleihen noch weiter steigt. Also die These, dass auch nach der Krise R kleiner G gilt, eine eigentlich eher ungewöhnliche Möglichkeit, aber das ist ja hinreichend ökonomisch diskutiert, wir setzen es hier einfach mal als These. Und dass wir von daher auch über eine entsprechende Strategie der Investitionen so finanziert einen Wachstumspfad mit ermöglichen, der beschäftigungsintensiv ist, das, was wir in den letzten 10 Jahren ja auch erlebt haben und von daher einen Raum eröffnet für ein Herauswachsen auch aus dieser Schuldenstandsquote und die Tragfähigkeit langfristig wieder in europäische Regelbereiche hineinzubringen. Es kommt hinzu, dass wir auch der Meinung sind, in der gegenwärtigen Situation sollte man weder Steuererhöhung noch Steuererwartungs- noch Steuer
Erhöhungserwartungen begründen, denn wir brauchen die privaten Investoren, die dazutreten zu diesem staatlichen Programm. Und es wäre gerade so kontraproduktiv, wenn man auch gemessen an den ja von Sebastian genannten Vermögensverlusten, die Sie in der Krise erleiden, wenn Sie das sozusagen wahrnehmen würden. Wir haben eine kurze, das in der nächsten Tabelle mal gerechnet, wo wir im Augenblick von ausgehen, was die Schuldenstandsquote angeht. Sebastian, die nächste Folie gerade. Genau. Und Sie sehen, es kommt eher auf diese 75%. Ich würde fast sagen, naja, der Spielraum ist auch sicherlich bis 80, wenn wir sehen, was an Mehrausgaben, an Mindereinnahmen sich in dieser Krise bei einem Schrumpf von 5 oder 10% ergibt, sodass wir dann aber in Größenordnungen sind wie nach der Finanzkrise auch. Die Zinssituation ist nochmal auf den nächsten beiden Charts dargestellt. Ich glaube, das muss jetzt nicht tief hier diskutiert werden, können wir sicher, also nicht jetzt hier vorgestellt werden, das können wir sicherlich diskutieren. Die These, die wir dazu haben, hatte ich vorgetragen und abschließend dann der nächsten Folie, genau auf die. Wir hatten ja auch in dem Plan seinerzeit gesagt, unter Nicht-Corona-Bedingungen, auch nicht der Erwartung, dass es dazu käme, dass innerhalb der Maastricht-Möglichkeiten ein Haushalt definiert wird, der diese Investition aufnimmt. Das wird man im Augenblick vielleicht anders sehen müssen oder anders sehen, flexibler sehen können. Die Frage bleibt, wenn man einen solchen Investitionshaushalt setzt, wenn man ihn langfristig definiert, wie man ihn juristisch verankert, wenn das als ein eigener Haushalt, eine eigene Rechtsperson, dann würde er der Schuldenbremse nicht unterliegen. Aber das ist jetzt mal eine juristische Diskussion. Dann bleibt die Frage, wie lange man das sieht. Es muss ja auch kombiniert werden mit der Tilgungsplananforderung der Schuldenbremse. Denn es ist ja vorgesehen, ab 2023 jedes Jahr 5 Milliarden Euro zu tilgen. Das muss wahrscheinlich nochmal genau betrachtet werden, wenn wir dann 2021, oder zumindest im Übergang nach 2021, auch klarer erkennen, wo wir gesamtwirtschaftlich stehen und welche Wachstumsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Ja, das ist in groben Zügen das, was Sebastian und ich aus diesem Komplex Investitionen in dieser Situation mit und nach Corona abgeleitet haben. Wir brauchen ein solches Programm, das einen erheblichen investiven Grad hat, weil es genau an dieser Schnittstelle von Angebots- und Nachfrageschock ansetzt. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Jetzt bin ich ein bisschen laut hier, glaube ich. Ich glaube, die anderen müssen ihr Mikro ausmachen, Herr Hüther. Vielleicht. Ja. Ja, genau. Also erstmal ganz herzlichen Dank. Super spannend, sehr konkret. Bezug nehmend auf etwas, was gut ausgearbeitet ist, 10 Jahre, knapp 50 Milliarden pro Jahr. Irgendwer muss das bezahlen, dieses Argument. Bei Ihnen nicht so wichtig. Haben Sie auch begründet, warum Sie das jetzt in dieser Phase so sehen? Ich habe jetzt aber doch mal so eine erste Frage und ich will wirklich sehr gerne all die spannenden Leute hier, auch die mit im Kreis dabei sind, bitte ermuntern, sich da gleich auch einzubringen. Ich sehe gerade hier Frau Pretorius ist auch mit dabei. Die hat da kürzlich mit Ihnen, Herr Dulin, auch erst nochmal so ein Papier auf den Weg gebracht, habe ich gesehen. Ich habe jetzt gehört, Erwartungen schaffen, dass sich was verändert. Das ist jetzt quasi das Wichtige, damit Verbrauchervertrauen wieder wächst, damit die Unternehmen wieder investieren, damit die auch wissen, in welche Richtung sie investieren. Jetzt, wenn ich mir Ihr Programm anschaue, dass Sie im Grunde ja vor der Krise vorgestellt haben und das auch immer noch aus Ihrer Meinung nach jetzt diese Gültigkeit hat, das schafft ja erstmal so schnell auch keine neuen Arbeitsplätze, oder? Es wird doch wahrscheinlich bis da Arbeitsplatzaufbau oder eine besonders vielleicht schwierige Situation im Herbst oder so adressiert wird, eher nicht. Oder richtet sich das eher auf diesen Punkt Erwartungen schaffen, dass alle wissen, hier wird investiert und da geht es dann weiter? Wer möchte zuerst antworten darauf? Wer antwortet, muss das Mikro anmachen. Ja, ich kann kurz anfangen. Also das ist in der Tat der Punkt. Natürlich können wir nicht erwarten, dass all die Programme sofort ausgabewirksam sind und sozusagen gleich das in Gang setzen, was wir da wollen. Aber es wird doch deutlich, dass adäquat gehandelt wird, so wie wir es ja auch erlebt haben, dass im März und April die richtigen Schritte gemacht wurden, unter natürlich völlig anderen Bedingungen der Ungewissheit, wie weit diese Krise geht. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir an einer Stabilisierung arbeiten, wo der Lockdown geöffnet wird diese Woche, sicherlich noch einen Schritt weiter. Und das haben ja schon einige Bundesländer angedeutet. So, und das von daher auch parallel übrigens auch andere Länder in Europa, die es tun, sodass ab Mitte Mai noch
eine etwas andere Situation da ist, als sie noch Ende April geherrscht hat. Und in diese Situation hinein, die ja erstmal mit hoher Ungewissheit verbunden ist, was machen denn jetzt die Nachfrageakteure? Kommen die jetzt wieder in die Autohäuser? Kommen die jetzt wieder in die Läden? Gehen die wieder dann irgendwann auch essen? Oder sind die so verängstigt, dass sie zu Hause bleiben? Ja. Gleichzeitig wissen wir nicht, was die Teilschließung oder die verzögerte Öffnung bedeutet für die Beschäftigten. So, an dieser Stelle jetzt nicht direkt im Einzelnen erstmal ein Signal zu geben, aber dem Apparat, sozusagen der Flexibilität des Produktionsapparates, eine Perspektive der Anpassung zu geben, die dann auch über den Tag hinausgeht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das ist das Argument. Darauf setzen wir natürlich. Okay, gut, Herr Dulin, bevor Sie das auch beantworten, will ich Ihnen aber die Frage noch ein bisschen weiter drehen. Und zwar, das müsste ja dann in gleicher Weise auch für das Beibehalten der Klimaschutzziele gelten, weil es gibt ja auch eine klare Orientierung. Und wenn da auch Programme aufgesetzt werden, die das unterlegen, dass die Bundesregierung in dieser Richtung weiter massiv auch tätig bleiben will, müsste das ja im Grunde die gleiche Botschaft erstmal adressieren, nämlich, dass man Erwartungen schafft für zukünftige Wirtschaftsmodelle. Herr Dulin. Ja, ich fange dann mal hinten an. Also ich halte nichts davon, dass man jetzt, ehrlich gesagt, höre ich auch gar nicht so weit gefordert, außer bei einigen, ich weiß nicht, am Rand irgendwo. Ich halte nichts davon zu sagen, wir müssen jetzt die Klimaschutzziele aufgeben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das ist völliger Unfug, weil da ist auch nicht, da sind in der Industrie sind auch Erwartungen für diese Klimaschutzziele angenommen worden. Das sind ja Signale, die gesetzt worden sind. Und wenn ich jetzt mit Betriebsräten in der Chemie oder in der Metall spreche, habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwo jemand gerne möchte, dass der gesagt wird, naja, also wir verschieben jetzt mal die CO2-Bepreisung um 5 Jahre oder sowas. Das ist ja, das will ja überhaupt keiner, sondern die sehen die Notwendigkeit und darum geht es auch gar nicht. Es geht halt darum, tatsächlich Absatzerwartungen zu stabilisieren. Und da geht es auch gar nicht so darum, jetzt kurzfristig neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern es geht darum, die Unternehmen auch davon abzuhalten, Arbeitsplätze abzubauen. Und da setzt unser Investitionsprogramm, glaube ich, schon relativ deutlich an, denn nehmen Sie mal zwei alternative Szenarien. Das eine Szenario ist, es brechen jetzt ab dem Sommer die Aufträge für Gewerbebauten weg und man hat keine anderen Aufträge. Ja, was macht dann ein Bauunternehmer? Der wird irgendwann anfangen, seine Mitarbeiter zu entlassen. Alternative ist, wir hauen jetzt ein Konjunkturpaket schnell oder bringen das schnell auf die Spur mit stärkeren öffentlichen auch Bauinvestitionen. Die Ausschreibungen liegen vielleicht schon da. Vielleicht können wir auch beschleunigte Ausschreibungen machen im ersten Jahr. Und die Unternehmen kriegen dann vielleicht im Herbst schon den ersten Rücklauf, wo sie einen Zuschlag kriegen. Das wird natürlich bedeuten, dass sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann nicht raussetzen. Genau das Gleiche ist beim ÖPNV. Also wenn jetzt da bestellt wird eine Reihe von E-Bussen, dann ist natürlich, dann haben bestimmte Unternehmen mehr Aufträge. Und wenn die vielleicht die Kapazitäten nicht haben, dann aber die Aufträge, dann bauen sie die Kapazitäten auf. Und all das wirkt natürlich stabilisierend für die Auftragnehmer dann. Und das ist ja die Idee von dem Konjunkturpaket. Es geht ja, muss ja noch nicht mal so sein, dass jeder Cent jetzt sofort ausgegeben ist, sondern es reicht dann, dass da Aufträge sind, die abgearbeitet werden. Damit können ja übrigens, wenn man so einen Auftrag hat, der sicher ist von der öffentlichen Hand, dann kann man ja auch zur Bank gehen und sagen, hey Freunde, guckt mal, wir haben die Aufträge, bitte gibt uns jetzt eine Liquidität dazu. Und das ist ja immer die Logik von Konjunkturprogrammen. Okay, das ist super. Das hilft uns sehr, diese Einschätzung, glaube ich. Wir haben jetzt hier einige, die sich gemeldet haben, Chris. Willst du da mal durchführen, bitte? Gerne, ich kann... Ich muss noch eine Sache sagen, ganz kurz eine Sache noch sagen. Der Herr Hüter muss um 12 nach weg, weil er unbedingt den Zug noch in die Heimat kriegen muss. Ich weiß nicht, ob das für Herrn Dulin auch gilt, aber das wollte ich noch fairerweise gesagt haben. Bitte schön, Chris. Gerne. Ich würde gerne wieder zwei Gruppen bilden, wie die letzten Male auch schon öfter, und würde gerne mit der Politik anfangen und Julia Verlinden bitten anzufangen und anschließend bitte Klaus-Peter Bilsch. Und dann wechseln wir wieder auf die Wissenschaftsseite und da haben wir noch drei weitere Wortmeldungen dann. Frau Verlinden ist Abgeordnete der Grünen und Herr Wilsch ist Abgeordneter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Spannender Vortrag. Ich kann das alles nachvollziehen und unterstützen, dass wir jetzt die Chance nutzen für eine starke Transformation. Zum einen natürlich, um die Wirtschaft klimaresilienter zu machen und zum anderen natürlich auch in die Zukunftsmärkte zu investieren. Und auch diesen Punkt, dass wir viel jetzt auch für Investitionen tun, finde ich sehr nachvollziehbar. Ich wüsste gern, ob Sie sich
über so eine Debatte auch Gedanken machen, welche Indikatoren uns dann konkret helfen, um zu beurteilen, ob wir die Ziele, die Sie formuliert haben, auch erreicht haben. Oder anders formuliert, ist das Bruttoinlandsprodukt dann ergänzt durch weitere Indikatoren hilfreich? Ich glaube, Herr Dulin spricht da auch von verschiedenen Kompassen manchmal, die man brauchen könnte, um einzuschätzen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und das würde mich sehr interessieren, wie da die Debatte gerade läuft. Und direkt im Anschluss bitte Klaus-Peter Wilsch, CDU-CSU-Fraktion. Okay, jawohl, jetzt bin ich drin, ne? Ja. Zwei Aspekte will ich beitragen. Einmal, natürlich muss das Thema Dekarbonisierung neu diskutiert werden. Wir sind nun mal nicht mehr in der Lage, dass wir Belastbarkeit der Wirtschaft testen können, sondern wir sind in der schwersten Krise mit vielleicht einer Depression, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ich will mal ein praktisches Beispiel nennen. Der Lockdown war ja jetzt auch für viele, wenn sie sich dann noch bewegt haben, mit einer Neubewertung der individuellen Mobilität verbunden. In ihrem Auto sind sie safe. Da auch keiner dabei und hustet sie an. Das ist im ganzen ÖPNV-Bereich anders. Wenn das, was momentan an Konzepten diskutiert wird für die Tourismusbranche, Reisebusse beispielsweise, also nur einen Platz besetzen, beim ÖPNV zutrifft, dann werden wir nicht in erster Linie Investitions-, sondern vor allen Dingen auch ein Betriebskostenproblem haben. Denn der ohnehin schon defizitäre ÖPNV wird bei einer erheblichen Auflockerung der Besetzung der einzelnen Fahr-Items erheblich teurer werden für die Kommunen und für die Länder. Und deshalb muss man das sicher neu rechnen und neu bewerten. Mhm. Als zweites will ich mal als Anregung reinwerfen, weil ich das noch nicht gehört habe. Wir haben einen Bereich, wo wir drin investieren müssen, das ist Verteidigung. Und das ist auch zugleich eine Branche, wenn ich an Luft- und Raumfahrt denke, die im Luftfahrtbereich besonders betroffen ist. Wenn wir es jetzt hinkriegen, dass wir beschleunigen, die Nachfolgelösung Tornado, dass wir schnell die Eurofighter bestellen, dass wir mit FCAS weitermachen, um das gemeinsame Flugkampfsystem mit den Franzosen weiterzuentwickeln, dann haben wir einen Bereich, wo wir definitiv keine öffentliche keine private Nachfrage outcrowden, sondern eben eine Investition, die ohnehin notwendig ist, vorziehen und jetzt beschleunigen. Da hätte ich gerne mal eine Stelle. Ja, Sie haben das Feld sozusagen weiter geöffnet. Vielen Dank erstmal dafür. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Herrn Hüther an und gehen dann zu Herrn Dulin und machen dann die nächste Runde bei denen, die sich gemeldet haben. Da haben wir nämlich schon drei spannende Kolleginnen und Kollegen. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Zunächst zu dem ersten. Natürlich wissen wir alle, dass das Bruttoinlandsprodukt ein unvollkommener Indikator ist, aber er ist natürlich in einer solchen elementaren Krisensituation auch der elementare Informationsbringer, weil wir einfach erstmal Einkommen wieder entstehen lassen müssen. Und wenn wir der Einkommensentstehung und der Produktionsweise, was wir tun, Regulierungen vorgeben, Regeln und Anreize, also beispielsweise im Klimabereich am besten durch einen konsistenten CO2-Preis und ein gut kalibriertes Zertifikate-Handelssystem, dann findet bei solchen Bedingungen das erstmal statt. Und dann messen wir das in der Einkommensentstehung. Das heißt, wir sind eigentlich zurückgeworfen durch diese Krise und ihren massiven Bedrohung von Einkommensentstehung auf ganz basale Informationen. Das heißt ja nicht, dass wir das andere aus dem Auge verlieren, aber ich werbe immer dafür, das Bruttoinlandsprodukt nicht schlechter zu machen, als es ist. Es ist eine konzeptionelle Messgröße, die vor allen Dingen Markttransaktionen zugrunde legt bei der Bewertung. Und das hat ja erstmal für sich genommen auch einen Wert. Also insofern, klar, wir brauchen wie in der umweltökonomischen Gesamtrechnung andere Indikatoren. Das ist mit Flächenverbrauch und der Ressourcen, das ist alles richtig. Aber wir stehen ja gerade vor der Feststellung, dass das Wegbrechen einer traditionellen Größe, nämlich das Wegbrechen von Einkommen und die Neubewertung von Vermögen zu Handlungsbeschränkungen führt und es deshalb nicht weiterführt. Also insofern glaube ich, in der Krise müssen wir erstmal auch mit dem Indikator und in dem werden wir auch messen, denn am Ende geht es um die Frage, wie viele Menschen haben Arbeit, marktfähige Arbeit und welche Löhne sind möglich. Zum zweiten Thema, das schließt da an, Herr Wilsch. Ich glaube, wir sind einig, Dekarbonisierung muss effizient organisiert werden. Wir können uns nicht leisten, auf dem Weg der Dekarbonisierung Ineffizienten zuzulassen, was wir aber immer noch tun. Das ist eine eigene umweltökonomische Debatte. Da
wird eben den CO2-Preis erwähnt, der auch beispielsweise für den Verkehrsbereich natürlich eigentlich sinnvoll wäre, wenn man es dort einführt, und wir müssen das eigentlich in dieses Zertifikatesystem überführen. Dass das nochmal zu Neubewertungen führt, Stichwort, fahre ich lieber mit meinem Auto, wo ich da alleine sitze oder die Familie mit drin habe, statt im ÖPNV, werden wir noch sehen, wie lange diese Krise wirklich auch zu Verhaltensanpassungen führt. Oder möglicherweise über die Sommerzeit auch andere Wahrnehmungen, das werden wir noch sehen. Das Thema Verteidigung ist ja ein ganz eigenes, ja. Ich denke, dass wir nicht als Land und vor allem nicht als europäische Gemeinschaft, als Europäische Union das Thema Verteidigung außen vor lassen können. Wir sind ein großer Verfechter einer europäischen Verteidigungsunion als Ergänzung zu diesem Europa. Und dann müssen wir auch solche Aufträge erteilen. Denn ansonsten werden wir auch ökonomisch und politisch mit diesen wichtigen Zielen, die bei den anderen vier Themen genannt sind, nicht erfolgreich sein. Weder bei der Dekarbonisierung noch bei der Frage der Desintegration. Man muss auch bestimmte politische Potenzen haben, um in der Welt wahrgenommen zu werden. Das gehört schon auch dazu. Klar, das ist ja nicht der große Hebel, die Luft- und Raumfahrtindustrie, aber im weitesten Sinne einer staatlichen Tätigkeit und bei dem Sicherheitsverständnis oder bei der Sicherheitsstrategie, die sich europäisch, wie ich sage, gehört das natürlich für mich schon dazu. Gut, Herr Hüther, vielen Dank. Erstmal jetzt rasch zu Herrn Dulin, damit wir dann gleich weiter hier in der Runde machen können. Herr Dulin. Ja, ganz kurz die Frage, woran sehen wir, ob wir erfolgreich sind, auch gerade bei der Transformation? Das IMK berechnet so ein sogenanntes neues magisches Viereck, wo wir eben neben dem Bruttoinlandsprodukt, was auch ein wichtiger Indikator ist, auch uns soziale und ökologische Nachhaltigkeit angucken. Und diese Indikatoren muss man sich natürlich jetzt auch betrachten. Wobei bei den Indikatoren, die da eingehen, sehen wir ja jetzt, dass die Krise auch die soziale Nachhaltigkeit beschädigt. Denn was wir jetzt erleben werden, ist, dass wir sinkende Beschäftigung haben werden. Wir werden im Zweifel steigende Ungleichheit haben, denn gerade Geringverdiener sind sehr stark von der Kurzarbeit betroffen im Einzelhandel und in der Gastronomie. Und da auf solche Indikatoren muss man dann eben auch gucken, um zu sehen, ob das, was wir dann stabilisieren, auch in die richtige Richtung geht. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das tut. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das Programm, so wie wir es vorgelegt haben, eben da auch in die richtige Richtung gehen würde an der Stelle. Zum ÖPNV. Wird der teurer? Ja, möglicherweise, wenn da mehr Kapazitäten drin sind, wird er teurer, aber dann wird Transport insgesamt auch teurer, weil wenn mehr Leute Auto fahren, bedeutet das, dass wir mehr Stau haben, mehr Wegkosten. Ich glaube, was man hier tatsächlich machen muss, einerseits muss man natürlich mehr Kapazitäten beim ÖPNV bereitstellen. Das müssen wir sowieso tun. Das ist eine gute Gelegenheit, das jetzt beschleunigt zu tun. Man muss auch gucken, wie man zum Beispiel stärker Fahrrad fahren lässt in den Städten, denn Fahrradfahren ist auch eine relativ ansteckungsrisikoarme Fortbewegungsmöglichkeit und hat gleichzeitig nicht das Stauproblem der Autos. Und natürlich kann man auch durch Flexibilität was gewinnen. Also möglicherweise werden wir ein bisschen mehr Homeoffice machen nach der Krise. Und möglicherweise hat man auch gesehen, dass man mit der Gleitzeit noch etwas flexibler sein kann. Und dann kann man es auch etwas entspannen, dass nicht alle Leute zwischen, sage ich mal, 8 und 9 im ÖPNV sitzen. Mhm. Und damit wäre dann, selbst wenn ich nur die Hälfte der Plätze besetze, wäre die Kostenverdopplung nicht mehr da. Gut, ja, ich sag mal ganz kurz was dazu. Und einmal, Herr Wilsch hat ja auf was Spannendes hingewiesen, ne? Also die Sache mit den Trends, die wir sehen. Also es gibt unterstützende Trends für Klimaschutzziele, wie jetzt diese ganze Homeoffice-Sachen, weniger Verkehr, wer weiß, wie lange das so hält. Und es gibt natürlich auch Trends, die erstmal kontraproduktiv sind, dass die Leute aktuell im ÖPNV natürlich auch ein bisschen verunsichert sind. Und das wird sich eben zeigen, wie sich das entwickelt oder was auch Politik hier tun kann, um solche Trends entweder zu stärken oder denen entgegenzuwirken. Das ist eine spannende Frage. Es wird auch angesprochen, Verteilungsfragen nach einer Krise, die sind sicherlich, werden die eine wichtige Rolle spielen, weil Einkommen in Krisen natürlich immer irgendwie verteilt wird. Da bin ich auch mal gespannt, was das bedeutet. Ich habe jetzt hier drei Wortmeldungen. Einmal von Frau Veronika Grimm, Wirtschaftsweise, Sie kennen sie alle. Dann Carsten Neuer vom DIW und den Präsident des Deutschen Naturschutzrings, Kai Niebert. Machen wir es doch in der Reihenfolge. Frau Grimm. Okay, ja, erstmal auch von meiner Seite danke für den spannenden Vortrag. Die Maßnahmen zielen ja zum großen Teil auch auf die Bauindustrie ab und mich würde jetzt einfach eine Einschätzung interessieren, Kapazitäten erhöhen.
wahrscheinlich teilweise auch schwierig. Arbeitskräfte werden teilweise nicht zur Verfügung stehen im Ausland. Aktuell ist noch eine relativ hohe Auslastung, wird die so stark sinken, dass wir da zusätzliche Kapazitäten haben. Und Sie hatten es auch angesprochen, die Bauämter, das sind ja zum großen Teil Fachkräfte, die da notwendig sind. Das sind ja, da gibt es ja schon seit langer Zeit Kapazitätsengpässe. Und wie sehen Sie da die Chancen, das entsprechend aufzubauen, wenn es denn jetzt hier eine größere Verlässlichkeit gäbe durch so ein lang angelegtes Konjunkturpaket? Und die zweite Frage, die ich noch kurz anschließen möchte, ÖPNV ist ja angesprochen worden, ist jetzt, will jetzt auch auf andere Industrien abzielen, die da adressiert würden. Und man könnte ja auch darüber hinausgehen, also auch Nutzfahrzeuge im öffentlichen Sektor können ja hervorragend beschafft, unter Umständen auch umgestellt werden auf erneuerbare Antriebe. Da gibt es ja auch schon verschiedene Dinge, die angedacht werden, gerade im Bereich Nutzfahrzeuge tatsächlich auch in erneuerbare Antriebe zu gehen und das auch als Feldversuch zu begreifen. Wie war es gedacht? Ist es tatsächlich gedacht, hier auch Klimapolitik und Konjunkturbelebung zusammenzudenken, in dem Sinne, dass man tatsächlich auch auf erneuerbare Antriebe auch setzt gleich? Oder ging es jetzt hier eher tatsächlich um den Ausbau erstmal vorderfällig? Danke. Vielen Dank. Super, prima. Carsten Neuhoff, bitte. Guten Tag. Danke für die spannenden Vorträge. Ich würde gerne nochmal eingehen auf die Frage im Industriebereich, was uns dort erwartet. Da ist ja normalerweise die Pipeline 6-9 Monate beim Anlagenbau, wo wir dann die Welle jetzt im Sommer sehen werden, dass weltweit keine Investitionsnachfragen mehr kommen. Wenn wir da was erreichen werden, kommen die klassischen Fragen, wie kriegt man zusätzliche Maßnahmen, wie kriegt man schnell umgesetzt und wie kriegt man irgendwelche Konjunkturmaßnahmen, die dann auch wieder vorübergehend sind und trotzdem eine langfristige Glaubwürdigkeit haben. Und da, finde ich, passt der Umbau der Produktion hin zu klimaneutralen, klimafreundlichen Prozessen sehr gut ins Konzept rein. Wir hatten den, wenn wir die Industriestrategien anschauen, recht langsam angedacht, den Umbau der nächsten 10 Jahre, oft mit Hinblick erstens auf die fehlenden Politiken und zweitens auf die Kapazitätsauslastungen im Maschinenbau. Beide Punkte könnte man eigentlich jetzt angehen. Darum sozusagen die Frage, wie kann man jetzt diese Chance nutzen, um eine beschleunigte Umsetzung zu schaffen, um damit auch eine glaubwürdige Perspektive im Maschinenbau zu schaffen, dass die Jobs gehalten werden und man im Endeffekt auch die Kompetenzen, die wir sowohl in Deutschland haben wollen, als auch für die Transformation weltweit haben, brauchen, auch wirklich zu halten. Jo, danke schön, Carsten Neuhoff. Dann habe ich den Kai Niebert noch. Ja, vielen Dank, Andreas, und vielen Dank Ihnen beiden für die wirklich spannenden Vorträge. Ich habe zwei Fragen, und zwar sind die Debatten rund um die Konjunkturprogramme ja häufig profaner, als man denkt. Morgen werden wir den Autogipfel erleben und da wird sich die zentrale Frage darum drehen, wie die Abwrackprämie ausgestaltet werden kann und soll. Deshalb meine Frage, die erste Frage, welchen regulativen Rahmen brauchen wir denn für die von Ihnen vorgeschlagenen Investitionen, um auch dem von Ihnen aus meiner Sicht richtigerweise aufgebrachten Argument der Generationengerechtigkeit nachzukommen? Das wird ja so eine gewisse Gratwanderung zwischen Richtung vorgeben und auf der anderen Seite aber auch ermöglichen und nicht gleichzeitig ausbremsen. Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, also meine Frau ist Schulleiterin in Berlin und die Schulen in Berlin sind stark sanierungsbedürftig. Der Senat hat Geld dafür bereitgestellt. Einzig, was fehlt, sind die Planer, die dieses Geld auch entsprechend ausgeben können. Wenn ich mir jetzt Ihre Investitionsbedarfe über die nächsten Jahre anschaue, die Sie aufzeigen, haben wir überhaupt genug Planerinnen und Planer in den Behörden, die das auch entsprechend umsetzen, gerade wenn ich mir den ÖPNV da anschaue? Ja, das sind drei sehr komplexe, spannende Fragen. Sie müssen leider einigermaßen kurz immer beantwortet werden, aber trotzdem natürlich gut. Und ich will noch etwas obendrauf setzen, weil ich zu allen ganz kurz meinen Senf noch abgeben will. Das ist einmal die Sache mit den Kommunen. Ich glaube tatsächlich, auch in der Vergangenheit haben die Kommunen schon oft die Gelder nicht abrufen können, die zur Verfügung standen. Also wie kriegt man denn wirklich das Personal jetzt da auch schnell aufgebaut? Muss das nicht ein langfristiges Programm sein? Und mal so die Frage in den Raum gestellt, ein bisschen gemein, ist diese ganze Absicherung durch Kurzarbeitergeld für lange Zeit vielleicht auch eine Sache, bei der das Jobwechseln in andere Bereiche eher etwas schwieriger wird? Bei beschleunigter Umsetzung Klimaschutzziele
das lasse ich jetzt mal erstmal so stehen, da sage ich vielleicht dann gleich noch was. Und die Sache mit dem regulatorischen Rahmen und beschleunigte Verfahren, das war ja auch im Konjunkturpaket 2 damals wichtig. Ihre Einschätzung dazu würde mich auch interessieren. Bitte schön, jetzt fängt aber der Herr Dolin an. Mit Mikro nur, sonst nicht. Ich würde vorschlagen, dass Michael anfängt, weil er gleich weg muss. Oh, Entschuldigung. Aber ich habe um 10 nach, muss er glaube ich erst weg, oder? Aber ist egal. Herr Hüter. Mit Mikro. Schon klar, aber die 20 Minuten haben wir ja noch. Ich nehme einige Punkte raus, die von Frau Grimm zunächst angesprochen wurden und auch am Schluss nochmal von Herrn Lieber. Die Frage der Kapazitätsbewältigung im Grunde. Nun, wenn wir mal nach vorne schauen, ist ja nicht ganz unplausibel, dass sich beispielsweise in der Bauwirtschaft was und der Baunachfrage was verändern wird. Der Gewerbebau wird eher schwach sein. Wahrscheinlich werden wir auch im Immobilienbereich, also im Geschosswohnungsbau, eher eine schwächere Entwicklung sehen. Man hatte auch zuletzt ja schon Andeutung, dass wir möglicherweise in einigen Ständen den Peak erreicht haben. Das heißt, das zusammen mit der Feststellung, dass Bau und Handwerk ja doch auch gerade in den letzten Quartalen auch Kapazitäten aufgebaut haben, denke ich, dass man das hinbekommt und vor allen Dingen dann diesen Kapazitätsaufbau, der erreicht ist, auch sichert. Also da auch weitere Signale durch so ein nachhaltiges Programm liefert, das wäre mir da ganz wichtig. Und das gilt dann im Grunde auch für die Verwaltung. Ich meine, die Kommunen, sie haben das, es ist ein Thema, gar keine Frage. Das ist auch sehr unterschiedlich. Berlin ist dann noch knapper besetzt als in manchen anderen Städten, aber auch hier in Köln ist es nicht viel besser. Für mich ist die Frage, können die Länder da nicht mehr kommunale Kooperationen organisieren, um die Planungskapazitäten, die man hat, dann auch verfügbar zu machen. Und Berlin müsste überlegen, ob es nicht den Vorteil als Stadt und Land, also Stadtstaat, nutzt, um hier Verwaltungseffizienz über die Teilbezirke auch etwas mehr zu mobilisieren. Hamburg macht da ein prima Beispiel, die da außerordentlich effizient in den letzten Jahren geworden sind, auch durch Bündelung und durch zielorientierten Einsatz der Verwaltung. Vielleicht noch zum Industriebereich und den anderen dann für Sebastian die Frage der, also auch einzelnen Kommunen, sorry, natürlich müssen wir auch über Altschulden nochmal neu nachdenken. Denn wir erleben jetzt schon in den Kommunen, das Wegbrechen der Gewerbesteuereinnahmen führt dazu, dass die Kommunen sehr zögerlich sind in dem Ausgabeverhalten, jetzt schon zum Teil. Das heißt, das Thema zur Stabilisierung der kommunalen Investitionen, der kommunalen Handlungsfähigkeit wird nochmal neu aufgerufen. Zum Industriebereich, Herr Neuer gefragt hat, ja, wobei ich allerdings den Maschinenbau, sag mal, bei denen mache ich mir relativ wenig Sorgen. Der Maschinenbau ist außerordentlich effizient, finde ich, auch in seiner Differenzierungsleistung hin und hat in den letzten Jahren eine Menge gemacht. Ich glaube, dass wir da am meisten sozusagen oder das am schnellsten auch hinbekommen. Erstens sind es die großen Bereiche, die so energieintensiv sind, die kriegen wir deren Produktionsweise, also im Bereich der Chemie, Zementproduktion, Stahl, die wir ja auch in Deutschland brauchen, um die Wertschöpfungsketten darzustellen, entsprechend effizient dargestellt. Da wäre mir eher der Fokus, glaube ich, wichtiger. Und insgesamt gilt, wir müssen den Verkehr schlüssig in unsere CO2-Bepreisung hineinbekommen, damit das als Gesamtsystem funktioniert. In der Industrie haben wir in den letzten Jahren ja relativ viel gemacht, weil wir die ja immer schon unter diesem Zertifikate-Deckel hatten. So vielleicht mal von mir. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Dolin. Ja, ich fange auch nochmal an mit dem Bau. Also erstens haben wir absehbar Kapazitäten durch den Rückgang des Nichtwohnungsbaus. Und wenn man sich mal die Größenordnung anguckt, kann man auch sehen, dass das, was da eigentlich möglich ist. Also der Nichtwohnungsbau, das ist so der Wirtschaftsbau, der ist 2,8% des BIPs bei uns. Das entspricht ungefähr 100 Milliarden Euro. Wir haben öffentlichen Bau, der entspricht ungefähr 1,3%. Das sind 42 Milliarden Euro bei dem Programm, was wir jetzt hier vorgelegt haben. Ist ja nicht alles Bau, sondern sind knapp über 20 Milliarden im Jahr Bau. Das heißt, wenn ein Viertel des Nichtwohnungsbaus der Wirtschaft nicht stattfinden würde, hätten wir im Grunde schon die Kapazitäten. Hinzu kommt, dass sehr viele, dass eigentlich in der Industrie, bei den Arbeitskräften der Industrie, sehr viel Potenzial besteht, um auf dem Bau die Kapazitäten aufzubauen. Und das liegt daran, dass sehr viele
von der Bauwirtschaft. Es ist erschreckend, wie viele nach 5 Jahren mit einer abgeschlossenen Bauausbildung nicht mehr im Bau tätig sind, sondern in die Industrie gewechselt haben. Das heißt, von den Facharbeitern, die wir in der Industrie haben, hat ein recht beträchtlicher Teil eine Bauausbildung vorher mal gemacht. Und hier ist es nicht völlig unplausibel, dass wenn es der Industrie schlechter geht, dass dort auch die Bauindustrie wieder tendenziell Kapazitäten von der Industrie zurückholen kann. Insbesondere Tom Krebs und ich haben eine Studie zum Wohnungsbau gemacht, wo wir zu dem Ergebnis kommen, dass eigentlich Deutschland mittelfristig ein bisschen mehr Baukapazitäten noch gebrauchen könnte, als wir zurzeit haben. Das hängt so ein bisschen zusammen mit den Engpässen in den Bauämtern. Die gibt es natürlich, aber auch da kommt es eben darauf an, was man für Lösungen macht. Tom und ich haben auch in der Studie, er ist ja jetzt auch hier mit drin, vorgeschlagen, dass man die Partnerschaft Deutschland, dieses Beratungsunternehmen aufbauen könnte, dass diese Partnerschaft Deutschland Planerinnen und Planer einstellen könnte und die dann an die Kommunen quasi ausleihen könnte für bestimmte planerische Tätigkeiten. Die könnten dann auch mehr bezahlen als die Kommunen. Und vor allem müssten die Kommunen jetzt hier sich nicht langfristig auf für Stellen verpflichten und zögern dann vielleicht nicht so, diese Stellen einzurichten. Wenn man jetzt wirklich längerfristig geht, kann man noch über andere Dinge nachdenken. Nur ich glaube, dass das zurzeit eigentlich schon reichen würde. Da war die Frage von Ihnen, Herr Kuhlmann, wie denn die Kommunen das Geld überhaupt ausgegeben bekommen. Und da würde ich noch einmal kurz drauf eingehen, weil da kam wieder so ein Gerücht, was man immer so hört. Ne, das Geld wird, das fließt doch nicht ab, das Geld der Kommunen. Das stimmt aber so nicht, denn das Problem ist, wir haben oft Bundesfonds, wo Geld drin ist und dann wird gesagt, naja, wir haben diesen Fonds aufgelegt und davon ist nichts abgeflossen oder nur 20% abgeflossen. Man muss aber wissen, dass abgeflossen das Geld dort erst sein kann, wenn die Kommunen das Bauprojekt gemacht haben, die Rechnung bekommen haben, das bezahlt haben, dann können sie vom Bund das Geld zurückfordern. Das heißt eigentlich, auf die abgeflossenen Mittel zu gucken, ist nicht sinnvoll, sondern man muss auf die verplanten Mittel gucken. Und da kann man eigentlich sehen, und Tom kann da noch viel mehr zu sagen, wenn er das möchte, dass die Kommunen, dass von diesen Fonds, die für die Kommunen eingerichtet worden sind, auch mit Baufokus, dass der allergrößte Teil der Mittel tatsächlich auch verplant worden ist, auch relativ zeitnah verplant worden ist und dann eben mit einer gewissen Verzögerung abfließt, weil das natürlich einfach ein paar Jahre dauert, bis so ein Projekt dann geplant und gebaut worden ist. Jeder, der ein Einfamilienhaus schon mal gebaut hat, weiß, dass auch das, selbst das nicht in über Nacht und auch nicht in 12 Monaten normalerweise von erster Idee bis zur Schlüsselübergabe stattfindet. Erneuerbare Antriebe, ja, also aus meiner Sicht ist das überall mit drin. Natürlich, wenn ich jetzt den ÖPNV ausbaue oder auch Nutzfahrzeuge kaufe für die Kommunen, dann sollten die nicht traditionelle Verbrenner sein, sondern ich kann mir vorstellen, dass man hier gerade die öffentliche Beschaffung, wie das auch in anderen Zusammenhängen schon getan worden ist, in anderen Ländern, benutzen kann, um quasi Technologiegeber oder Schrittgeber für die Entwicklung dieser Technologien sein könnte. Letzte Frage zum Kurzarbeitergeld. Ich glaube, so wie die Lösung jetzt ist mit dem Kurzarbeitergeld, ist es nicht besonders geschickt. Also dass wir sagen, wir stocken nach 4 Monaten, nach 7 Monaten auf. Eigentlich müsste es aus meiner Sicht genau andersrum laufen. Es müsste sowohl für die Konjunkturstabilisierung andersrum laufen, weil die Haushalte, gerade die Niedrigeinkommenshaushalte, jetzt die Einkommensverluste haben und jetzt eigentlich das Geld brauchen, um nicht in Zahlungsprobleme zu kommen. Und zweitens ist auch der Anreizeffekt so rum aus meiner Sicht falsch, weil wenn das Unternehmen tatsächlich 12 Monate keine Aufträge hat, dann muss man sich überlegen, ob vielleicht was mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens auch nicht in Ordnung ist. Das Kurzarbeitergeld sollte eigentlich dafür da sein, kurzfristig das zu überbrücken. Und wenn es dem Unternehmen oder der Branche lange schlecht geht, sollte man eher sogar über ein Transitionsgeld nachdenken, als dann später am Ende der Kurzarbeit die so eine Ersatzleistung nach oben zu ziehen. Ja, für Letzteres ist eine mutige Anmerkung, aber glaube ich eine sehr wichtige. Man muss sicherlich aufpassen, dass so eine Krise nicht irgendwie einfach nur zu Beharrung auch irgendwie führt, aber es ist ein schwieriges Thema in der Situation wie der. Die Sache mit den Kommunen, Tom Krebs ist tatsächlich mit dabei, Professor Krebs aus Mannheim, der wird übermorgen hier in der Runde mit uns diskutieren und das sicherlich dann auch alles da nochmal auch aufgreifen. Bei den Kommunen muss ich aber nochmal sagen, also danke, dass Sie das nochmal erläutert haben. Wir sprechen natürlich auch sehr viel mit Kommunen an den unterschiedlichen Projekten und ich würde trotzdem doch für den Moment bei der These bleiben, dass es einen ganz erheblichen Personalmangel
bei der Planung an den verschiedensten Stellen gibt. Es fängt von Ladestellen, Infrastruktur und dergleichen an, Bauprozess eben irgendwie auch. Aber ich nehme zur Kenntnis, das haben Sie gut erläutert, dass eben doch auch eine ganze Menge Gelder verplant sind und es lohnt sich, das hier genauer anzuschauen. Ich habe jetzt hier niemanden, der sich meldet, deswegen darf ich nochmal Fragen stellen, weil zwei hätte ich nämlich. Also Kaufprämie wurde schon angesprochen und sowas. Ich frage mal jetzt gar nicht automobilspezifisch, sondern eine Prämie für irgendwas. Es wurden ja verschiedene Prämien schon in den Raum geworfen. Macht die eigentlich Sinn? Und wenn ja, nach welchen Kriterien müsste man da vorgehen? Und die zweite Frage, vielleicht ist die jetzt zu groß in dem Moment, aber wir haben jetzt gar nicht über Europa gesprochen. Wo sehen Sie Ansatzpunkte für Dinge, die wir hier tun, die eben auch den europäischen Binnenmarkt stärken? Und jetzt gilt garantiert das, was gerade galt, nämlich, dass wir mit Michael Hüter anfangen müssen, denn danach muss der bestimmt weg, oder? Ja, ich guck mal, also der Zug, ich habe geguckt, der Zug scheint ausnahmsweise pünktlich zu sein. Also man kann so sich die Mist. Bahn auch nicht mehr verlassen. Also zu den beiden Punkten, ich glaube, bei den Nachfragethemen ist es in der Tat leichter gesagt als getan. Also sag mal so, dass wir möglicherweise im Sommer sehen, wir müssen, wenn der Lockdown weitgehend hinter uns ist und wir geöffnet haben, Anreize setzen, möglicherweise für den Konsum langlebiger Güter. Ich sage das mal so allgemein. Dann ist trotzdem die Frage, wie man es hier genau umsetzt. Denn es muss ja zeitlich wirken, es darf auch nur befristet sein, es muss wirklich auch wirksam sein. Und da können Sie alles durchdiskutieren. Sie haben immer Pro und Kontra. Auch die Mehrwertsteuer absenken setzt voraus, dass die Anbieter dann auch die Preise entsprechend senken. Wir wissen, dass Motel- und Gaststättengewerbe das aber das nicht gewirkt hat, sondern der Preis ist konstant geblieben, es blieb dort. Sie können Kaufgutscheine, da müssen Sie fragen, für welche Güter, da müssen Sie es dann klassifizieren. Also man müsste in einer gewissen Weise damit die Befristung und die Zielgenauigkeit hineingeht, irgendeine solche Lösung nochmal diskutieren mit irgendwelchen Formen von Kaufgutscheinen. Ist jetzt nicht zu Ende gedacht, ist jetzt ins Unreine, aber ich will das mal andeuten. Das Thema Europa hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist, wir müssen in Europa vor allen Dingen zurück zu einem gemeinsamen Management. Das ist ja jetzt ein bisschen aufgeholt worden über die Rettungspakete in Europa. Ich halte es für fehlkonstruiert, das beim ESM zu tun. Sie kennen meinen Plädoyer mit anderen Kollegen zu sagen, wir brauchen hier einen großen Fonds, einen Rescue Fund, einen Recovery Fund, 1.000 Milliarden und den dann einmal zielgenau über Corona-Bonds refinanziert, um in den Ländern unabhängig von ihren Schuldenständen Handlungsmöglichkeiten zu finden. Das ist auch unser Interesse. Denn wenn wir in Italien, wo wir im Augenblick vielfach 50% der Auslastung noch haben oder weniger, das nicht in Gang kriegen, dann haben wir hier auch nicht viel gewonnen, weil die Zulieferketten im Maschinenbau und Automobilbereich einfach dann klemmen. Und das zweite Thema ist das europäische Grenzmanagement. Also Gott sei Dank hat ja nun heute Frankreich gesagt, wenn man aus den anderen europäischen Ländern einreist, keine 2 Wochen Quarantäne. Das muss aber vice versa gelten. Sonst kriegen wir die notwendige Mobilität, auch Arbeitskräftemobilität im grenzüberschreitenden Verkehr ja gar nicht wieder hin. Also es hat sozusagen in der Ermöglichung des Produktionsablaufs 2 wichtige Komponenten und hinter dem einen steht ein Recovery Fund. Interessant. Herr Dulin. Okay. Ja, die Prämie für irgendwas. Wonach sollte man entscheiden, ob man Prämien vergibt? Ich glaube, man sollte sich erstens angucken, ist das ein Sektor, der tatsächlich jetzt unterausgelastet ist? Brauchen wir da die Nachfrage? Zweitens, stabilisiere ich etwas, was ich künftig noch brauche? Oder stabilisiere ich etwas, was sowieso im Strukturwandel eigentlich in der Form so nicht mehr stattfinden sollte? Und das Dritte ist, bei diesen Konjunkturprogrammen überlegt man sich ja immer, wie viel Bang for the Buck kriegt man, also wie viel Nachfrage kann ich für das eingesetzte Geld rauskriegen. Und da sind die Sachen besonders günstig, wo ich für einen relativ kleinen Einsatz von staatlichen Mitteln einen großen Effekt der Nachfrage habe. Und was man bei diesen Dingen sagen muss, ist, dass die Abwrackprämie 2008, 2009 einfach ziemlich gut war. Wir hatten den Rückgang der Nachfrage von Mietwagen und Herstellern und Unternehmen nach Automobilen. Und da hat man eben dadurch, dass man eine gewisse Prämie gegeben hat und gesagt hat, da ist ein Topf und wenn der weg ist, ist er weg. Das heißt, ihr müsst euch beeilen, um die so und so viel 1.000, 2.500 Euro waren das, glaube ich, damals zu bekommen. Und die Leute sind gegangen, haben ihr eigenes privates Geld genommen und haben Käufe vorgezogen vor allem. Und das ist natürlich also konjunkturpolitisch sehr effizient gewesen. So, wenn man das sowas jetzt heute wieder andenkt, bedeutet das, dass wenn ich jetzt einfach einen direkten Konsumgutschein gebe, wo man im Einzelhandel konsumieren
darf, wie das die Grünen vorhaben, dass wahrscheinlich diese Kriterien, naja, vielleicht da ist was ich sichern möchte, aber die anderen Kriterien sind nicht so passgenau getroffen. Andererseits, wenn ich jetzt einfach nochmal einen Gutschein oder wenn ich jetzt eine Abwrackprämie wiederhole und sage, naja, egal was für ein Auto man da kauft, das ist erstmal gut, dann bin ich nicht sicher, ob ich da einerseits Kapazitäten sicher, die vielleicht ein bisschen schrumpfen sollten und in die E-Mobilität umgeleitet werden sollten. Und zweitens torpediere ich mir natürlich die Klimaziele ein bisschen, weil wenn jetzt heute der Kapitalstock durch neue CO2-intensive Autos ausgetauscht werden, dann die werden 10 Jahre gefahren, dann habe ich damit eben Probleme, weil ich im Verkehr die Wende nicht so schnell hinkriege, wie ich es eigentlich hinbekommen würde. Das heißt, da muss man, glaube ich, über kreativere Lösungen nochmal nachdenken. Gut, okay, ich lasse das mal so stehen. Europa sehen die wahrscheinlich so wie Herr Hüter. Aber ich will jetzt einmal, wir drei gemeldet hier. Ich will aber einmal kurz in den Chat gucken, Hanne. Ich meine, Chat ist heute weniger, melden sich mehr Leute oder gibt es irgendwas, was du zu berichten hast? Ich habe heute, glaube ich, alle animiert, sich direkt zu melden. Insofern kann ich aus dem Chat heute gar nichts berichten. Okay, das ist auch okay. Dann haben wir hier nochmal drei, die sich gemeldet haben. Einmal der Herr Wilsch nochmal, dann Tom Krebs und Carsten Neuhoff. Herr Wilsch, ich hoffe, es ist okay für Sie, wenn ich mit Herrn Krebs anfange, weil der sich noch nicht gemeldet hatte. Dann Sie, Herr Wilsch, und dann Herr Neuhoff. Ja, ganz kurz zum Thema Europa. Das wurde ja jetzt schon erwähnt von Michael Hüter, dass es ein Bestreben gab, so etwas wie einen European Recovery Fund zu gründen. Ich wollte nur anmerken, den wird es ja geben, soweit sind wir schon. Der wird dann nur über die Europäische Kommission verwaltet und es wird ja auch gemeinschaftliche Anleihen geben, die werden wir nicht Corona-Bonds nennen. Es gibt ja auch schon bereits gemeinschaftliche Anleihen mit nicht voller gemeinschaftlicher Haftung. Das ist der juristische Unterschied, aber ansonsten wird es ja in die Richtung gehen. Und da würde ich eigentlich eher einwerfen, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen sollten, über die Mittelverwendung vielmehr eines solchen European Recovery Funds. Das heißt, welche Gemeinschaftsprojekte, die über das hinausgehen, was die Europäische Kommission schon bereits tut. Dort gibt es ja die Regionalisierungsmittel etc. etc. Man sollte sich jetzt vielleicht fragen, wenn es diesen European Recovery Fund geben wird oder geben sollte, und das ist sehr wahrscheinlich, könnten wir vielleicht uns gemeinschaftliche Projekte überlegen, wo Europa wirklich zusammenarbeiten sollte und die jetzt über den Flugzeugträger hinausgehen, sondern vielleicht auch grüne Projekte wie eine Wasserstoffstrategie, die europäisch angelegt wird und sein würde und dann vielleicht sogar nach Nordafrika gehen würde, etc. etc. Da gibt es eigentlich vielleicht einige wenige Ideen, aber gar nicht so viele. Ja. Otto Edenhofer hat einen Vorschlag dazu gemacht, den diskutieren wir hier auch noch, aber ist ein anderes Thema. Ja, okay, gut. Ich hatte auch mal. Und das wäre, würde ich eigentlich einwerfen, dass in den nächsten Wochen die Diskussion ein bisschen in die Richtung gehen würde. Sehr gut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Vielen Dank, aber das greifen wir auf jeden Fall auf, auch wenn Werner Heuer hier mit uns am 2. Juni dabei sein wird. Jetzt habe ich Klaus-Peter Wilsch und dann Carsten Neuhoff. Ja. Also die Klimaziele, da haben wir ja Mars Puffer jetzt angelegt, das haben wir ja dann, was Schadstoffausstoß anbelangt, erstmal auf Jahre übererfüllt. Durch dieses Jahr, wenn ich an den Himmel gucken kann, Flieger sehe, wird mir ganz komisch. Aber ich will nochmal auf zwei, drei Punkte kurz eingehen. Einmal Europa. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man das beabsichtigte Brechen der europäischen Verträge so positiv kommentiert, wenn es darum geht, gemeinsame, also Bailout aufzuheben, Bailout-Verbot aufzuheben. Das wird langfristig Europa auseinandertreiben und nicht einen, wenn man hier die unbegrenzte Haftung für schlechte Bonitäten einführt. Zu dem Kommentar oder zu der Bemerkung zu den Kommunen möchte ich nur eins sagen, das ist natürlich Angelegenheit der Bundesländer und nicht des Bundes, wenn man das von der Kompetenzordnung richtig betrachtet. Es gibt ja nur noch Bundesländer, die ihren Aufgaben danach gekommen sind, ihre Kommunen auskömmlich zu finanzieren. Wir haben in Hessen eine Entschuldung vorgenommen, die Bayern, glaube ich, die Saarländer auch. Das kann nicht sein, dass die sich richtig verhalten haben, dann im föderalen Finanzsystem bestraft werden. Deshalb ist da Vorsicht angebracht.
Und ein Punkt noch zu den Planen für Infrastrukturmaßnahmen. Da geht es ja den, da ist, glaube ich, nichts damit gewonnen, wenn wir jetzt eine Bundesgesellschaft gründen, die auch noch versucht, Ingenieure, die es nicht gibt, auf den Markt einzustellen. Wenn, dann müssen wir die im Ausland holen, damit nehmen wir anderen Wettbewerber in anderen Ländern, denen es vielleicht schlechter geht noch als uns, Entwicklungsmöglichkeiten weg. Es muss einfach in Deutschland mehr solide in Ingenieur- und Naturwissenschaften junge Leute hineingelockt werden, statt die alles Mögliche von Soziologie über Ethnologie, was ich studieren zu lassen, was nachher nicht arbeitsmarktverwertbar ist. Wir brauchen dringend mehr Ingenieure und mehr MINT-Leute. Wir haben da ja erhebliche Anstrengungen, aber da ist momentan offenbar noch keine Zeit für. Ja. Ja, wir sehen an der Äußerung schon, dass es einige Punkte gibt, über die Politik noch fleißig zu diskutieren und streiten hat. Ich würde jetzt gerne Carsten Neuhoff noch dran nehmen und dann schauen. Wenn Sie mich gerade noch, dann kann ich eben darauf antworten, weil ich los muss. Ja, unbedingt. Da würde ich ganz kurz noch, Herr Wilch, das will noch den einen Punkt. Ich will nur sehen, was wir nehmen hin, dass die EZB mit großem Geschütz hantiert. Hier geht es aber jetzt nicht um eine Finanzmarktkrise, sondern es ist eigentlich die Finanzpolitik gefordert. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht klug, die eine Option, den ESM umzustricken, um das zu machen. Ich finde es auch jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugend, in den europäischen Haushalt so etwas, das kriegen wir da nie mehr raus, einzubauen. Warum nicht in der Krise einen einmaligen Fonds, und der wird so finanziert. Das hat mit Schuldenvergemeinschaftung nichts zu tun. Die Eurobonds vor 10 Jahren waren eine völlig andere Debatte. Also ich würde einfach für dieses Argument nochmal werben, die bestehenden Institutionen nicht zu gefährden. Weder die ESM zu übernutzen, noch den ESM umzustricken. Das muss ich alles wieder zurückkriegen. Der soll ja konditioniert arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für den europäischen Haushalt. Also ich glaube, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe ist, dass wir in dieser Krise auch Dinge solidarisch tun. Das hat Tom Krebs auch gesagt. Aber den Gedanken würde ich gerne noch, bevor ich jetzt zum Zug jumpe, noch mal kurz in die Runde werfen. Ich glaube, die Kommunalthemen sind richtig. Die Länder sind zuständig. Hessen, Sie haben Hessen erwähnt, Saarland, Bayern. Das kann man kombinieren, nur wir kriegen mit der Schuldenbremse Probleme für die, die es halt nicht gemacht haben. Das ist die Herausforderung. Also ist einfach ein Gestaltungsthema. Wir diskutieren weiter. Ja, danke Ihnen. Bleiben Sie fleißig. Ne? Alles Gute und bis dahin. Ich würde jetzt den Carsten Neuhoff noch mal kurz dran nehmen und dann gehen wir noch mal an Herrn Dulin und dann runden wir das hier auch ab. Carsten Neuhoff, bitte. Bei Herrn Wilsch anknüpfend. Im Endeffekt stimme ich zu, dass, glaube ich, kurzfristig die Klimaziele jetzt nicht die Herausforderung sind in den nächsten 1-2 Jahren, aber die Herausforderung für die Industrie ist ja, wie schaffen wir die Transformation weiterhin? Und wie schaffen wir sozusagen langfristig die Märkte und die Technologien voranzubringen, dass wir auch dann langfristig Jobs haben bei uns? Und da stellt sich erstens Beispiel Kaufprämie die Frage, wenn wir europaweit die Argumentation sehen, wir müssen die Flottengrenzwerte vielleicht auflockern, weil die Industrie es nicht schafft, schnell genug All-Electric Cars zu bauen, weil es da einfach harte Kapazitätsbeschränkungen gibt. Was würde eine Kaufprämie bewirken? Würden mehr halbhybride Autos, die, glaube ich, nicht die langfristige Strategie sind, und andere Autos entwickeln? Das heißt, wir würden fast schon ablenken von der Transformationsstrategie im Automobilbereich und damit, glaube ich, langfristig keine Arbeitsplätze darin unterstützen. Andersrum also die Frage, wie kann es uns gelingen, Investitionen in die Transformation zu stärken und damit auch die Nachfrage für den Maschinenbau und Anlagenbau auch damit gleichzeitig zu stärken. Und da finde ich eben diese Frage doch richtig wichtig. Wie kriegen wir das als europäisches Projekt hin? Wie kriegen wir es hin, dass wir grüne Stahlproduktion, grüne Plastikproduktion, neue Produktionsverfahren bei anderen Grundstoffen unterstützen? Und was sind da die Rahmenbedingungen? Ich glaube, da gibt es viele Vorschläge. Die Frage ist, kriegt man die schnell genug umgesetzt? Und ich glaube, damit hat man dann auch die Erwartungshaltung und kann dann vielleicht auch wirklich nochmal großzügiger die Investitionen jetzt unterstützen. Gut, vielen Dank, Herr Neuhoff. Jetzt höre ich im YouTube-Chat, gab es noch eine Frage, die würde ich noch mitnehmen und dann würde ich hier in die Schlussrunde mit Herrn Dulin gehen. Hanne. Ja, genau. Das passt auch ein bisschen auf das, was wir gerade eben gehört haben, der europäische Aspekt. Da kam nämlich die Frage, ob man nicht auch als eine Maßnahme im EU Recovery Fund eine Zukunftsregion Post-Kohletagebau aufbauen könnte mit Energien aus erneuerbaren Quellen, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie und das auch als weltweites Labor etablieren könnte. Gut, Sebastian Dulin.
Da ist jetzt einiges. Okay, da ist, Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie, war ich stumm geschaltet. Bin ich jetzt wieder zu hören? Absolut. Super. Gut, ja, ich fange mal am Ende an. Natürlich kann man mit dem Recovery Fund jetzt sich alles Mögliche ausdenken, was man Schönes damit machen kann, wenn man den denn irgendwann mal so gestaltet, dass er groß genug ist. Die Frage ist allerdings schon, ob man, wenn man jetzt so eine Modellregion irgendwo macht, eine Region, die jetzt vielleicht von diesem Einbruch gar nicht so stark betroffen ist, sondern vom Strukturwandel stärker betroffen ist, ob man das nicht eher über den Just Transition Fund abwickeln sollte. Also das ist so ein bisschen dann die Geschmackssache hier. Zu der Frage von den oder der Anmerkung von Herrn Neuhoff, dass jetzt eine Kaufprämie für E-Autos möglicherweise nichts bringt. Das kommt ja sehr darauf an, wie man die jetzt gestaltet. Also wenn ich jetzt sage, die Prämie gibt es nur, wenn ich in den nächsten 3 Monaten mit dem Auto vom Hof fahre, dann mag das tatsächlich ein Problem sein. Aber ich kann ja sowas auch so ausgestalten, dass ich tatsächlich den Anreiz habe und gleichzeitig den Kapazitätsaufbau unterstütze. Also ich denke jetzt mal so in dem Moment, ohne das genau durchdacht zu haben, könnte man sagen, ja, wenn das Auto jetzt gekauft, der Kaufvertrag unterschrieben wird und es innerhalb der nächsten 24 Monate geliefert wird, dann gibt es eben die Prämie. Und dann kann die Automobilindustrie auch überlegen, ob sie dann auch meinetwegen Hybridangebote macht, dass sie sagt, naja, also wenn jemand das jetzt kauft und was braucht, dann leihen wir ihm eben einen jungen Gebrauchten für die nächsten 2 Jahre oder sowas. Also dass man dann ein Mobilitätspaket quasi macht. Das ist ja die Frage, wie man das in dem Moment dann ausgestaltet. Ne? Also da muss man dann eben gucken, dass man diese Anforderungen zusammenbringt. Zu der europäischen Perspektive zu was Sie sonst gesagt haben, zur Wasserstoffwirtschaft, da stimme ich Ihnen weitgehend zu und ich denke, das sollte auch Teil von solchen Investitionsprogrammen dann sein und Konjunkturprogrammen sein. Zu der Frage nach der europäischen Perspektive, ich habe gerade nochmal in den Artikel 125 reingeguckt, wo die No-Bailout-Klausel drinnen steht und so wie wir die Corona-Bonds vorgeschlagen haben, sind die damit, glaube ich, völlig gedeckt. Also wir haben ja gesagt, diese Bekämpfung der Corona-Krise ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Dafür nehmen wir diese 1.000 Milliarden Euro und die werden gemeinschaftlich jetzt erstmal als Kredit aufgenommen und hinterher bedient. Und in diesem Artikel 125 steht eben, dass die Union nicht haften darf für die anderen Regierungen, die Regierung nicht auch für sich selber. Und dann steht aber jedes Mal drin, es geht unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Und nach meiner Interpretation, ich bin jetzt kein Jurist, aber ist es genau das, wovon wir hier reden. Das Vorhaben ist eben, den Schaden aus dieser Corona-Krise abzuwenden. Und ehrlich gesagt, ich sehe da auch überhaupt keine negativen Anreizeffekte, denn der Punkt ist ja hier, da ist was über die Länder gekommen, was nichts damit zu tun hat, dass sie irgendwie früher unseriös gewirtschaftet hätten oder so. Und das wird gemeinsam angegangen, zumal, wie wir ja auch in dem Vortrag gesehen haben, die Lieferketten und das Wiederaufbauen der Lieferketten, das schnelle Wiederaufbauen der Lieferketten im Interesse aller ist. Also da sehe ich weder rechtlich noch ökonomisch noch politökonomisch irgendein Problem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ja auch viele nicht Ökonomen, die jetzt nicht dem linken Spektrum zuzuordnen sind, das ist übrigens ja nicht nur Michael Hüter, sondern sogar Gabriel Felbermayr hat ja unseren Aufruf für die Corona-Bonds mit unterschrieben, warum die jetzt alle für einen solchen Schritt sind. Gut, vielen Dank. Jetzt habe ich zwar gesehen, dass der Christoph Balz von Germanwatch noch fragt, ob Sie nicht auch Bedarf sehen, im Gesundheits- und Pflegesektor zu investieren. Ich nehme an, die Antwort ist ganz klar ja. Ich glaube, das sind auch so Punkte, die wir auch in anderen Vorträgen hier schon haben. Es werden sich doch ein paar Dinge verändern. Amin Nasseh hat heute in der Zeit ein Artikel, in dem er sagt, der Virus macht alles anders, aber es ändert sich nichts so im Wesentlichen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das am Ende stimmt. Ich glaube, wir werden über manche Dinge doch nachdenken. Resilienz ist so ein Thema. Wie viel können, wie viel müssen wir uns leisten und was das dann alles so mit sich bringen wird, wird man sehen. Ich will einen Satz aus Ihrem Papier aus dem Herbst nochmal kurz erwähnen oder kurz einen Ausschnitt. Auch wenn die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zu fast 90% private Investitionen sind, so spielen die öffentlichen Investitionen doch eine besondere Rolle. Also nochmal ganz klar, die öffentlichen Investitionen sollen eben auch die privaten
Anträgern, weil alleine und sonst ist es überhaupt gar nicht zu schaffen. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den man sicher weiter mitdenken muss. Ich fand heute hier in der Diskussion gut, dass wir auch über ein paar Kriterien gesprochen haben, über, sage ich mal, Leitlinien für Entscheidungen, die anstehen. Das kommt mir ein bisschen kurz in dem alltäglichen, ja, Rausch dann von Leuten, die natürlich jetzt ihre Forderungen auch platzieren. Würde mir wünschen, dass das auch in der breiten öffentlichen Diskussion eine gewisse Rolle spielt, weil ich glaube, man braucht hier eine Orientierung, was man eigentlich mit welchen Maßnahmen auch erreichen will. Und ich denke mal, in diesem Sinne schaue ich noch einmal auf Sie, Herr Dulin, ob Sie jetzt noch irgendwas auf dem Herzen haben, was Sie noch loswerden wollen. Und sonst sage ich nämlich danach, was wir noch für schöne Termine haben. Herr Dulin. Ich habe jetzt nichts mehr dazu zu fügen. Ich würde mich ganz herzlich bedanken für die Fragen und die Diskussion. Und ich würde mich dann auch verabschieden, weil ich gleich auch schon wieder die nächste Videokonferenz habe. Und dann jetzt würde ich mich jetzt in diesem Moment dann auch gleich ausklingen. Ja, ganz herzlichen Dank. Aber. Ja. Ja, wir machen hier in der kleinen Runde gleich auch noch weiter mit der nächsten Schalte. Aber ich bedanke mich auch an alle, die mitdiskutiert haben, an alle, die auch mit zugeguckt haben im Internet. Wir haben übermorgen Professor Krebs hier, da geht es auch um Konjunkturprogramme und seine Vorschläge für die Ausgestaltung. Wir haben dann am 14. Mai Professor Dr. Achim Bambach hier, der über Wettbewerb und Wettbewerbspolitik mit uns reden wird, glaube ich auch super spannend angesichts der geplanten 100 Milliarden oder die zumindest zur Verfügung stehen, auch für Beteiligungen des Bundes letztendlich. Alles komplizierte Dinge, die wir diskutieren wollen. Ich freue mich sehr auf Professor Dr. Maya Göpel, die mit uns dabei sein wird, und Professor Dr. Jutta Almdinger zusammen mit Jan Wetzel. Ich glaube, wir haben sehr spannende Themen noch auf der Liste und wünsche Ihnen also bis dahin erstmal alles Gute. Bleiben Sie dabei und diskutieren Sie fleißig mit, wo immer Sie unterwegs sind. Vielen Dank.